Seid gegrüßt, liebe Leute. Es geht heute um den Fall Tessa Ganserer. Hier hat die gute Persia X ein Video zu gemacht, warum Tessa Ganserer keine Frau ist. Und das wird jetzt vielleicht einige Wokies triggern. Jedenfalls ist der Titel, wenn man so Leuten wie Dara oder Neitern glauben darf, dolle, dolle transfeindlich. Aber schauen wir uns mal an, was Persia X hier gleich dazu zu sagen hat. Also wer Tessa Ganserer nicht kennt, das ist eine Bundestagsabgeordnete der Grünen, die über die die für die Grünen in den Bundestag eingezogen ist. Und auf dem Wahlzettel stand wohl der Name Markus Ganserer. Aber das liegt nur daran, dass wir in Deutschland transfeindliche Wahlzettel haben. Das hat keine andere Gründe. Im Personalausweis steht das auch noch. Aber nicht zu sagen, wie gesagt, wir schauen uns jetzt erstmal Persia X an. Ich will hier mich nicht zu lange über die Walkies lustig machen. Oha, das wird über die Walkies. Der Titel verspricht das zumindest. Oh. Das Video wird bestimmt ein bisschen kürzer als meine anderen Videos, einfach nur, weil ich hier gar nicht so viel sagen brauche. Ich wundere mich auch sehr, warum nicht viel mehr andere darüber sprechen und es einfach nur heißt, dass hier eine Transfrau diskriminiert wurde und ihr Geschlecht abgesprochen worden ist, obwohl ich das persönlich nicht so empfinde. Und ich werde hier auch ganz klar begründen, warum das meine persönliche Meinung ist. Und meine Meinung richtet sich auch nur nach Aussagen von Markus Ganserer. Tessa Ganserer oder Markus Ganserer rechtlich ist er über die Frauenquote angeblich in den Bundestag eingezogen und besetzt somit den Platz einer Frau. Und das hat Beatrix von Storch nicht so in den Kram gepasst. Und Roger X hat gerade eher gesagt. Jeder Wokey, der muss jetzt schon Herzrasen haben. Der muss jetzt schon Herzrasen haben wahrscheinlich. Dazu hat sie dann Folgendes gesagt. Wenn der Kollege Markus Ganserer Rock, Lippenstift, Hackenschuhe trägt, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist aber seine Privatsache. Biologisch und juristisch ist und bleibt er ein Mann. Weil sein Beispiel uns so schön vor Augen führt, dass es einen Unterschied macht, ob man sich als Frau verkleidet oder ob man eine Frau ist. Am Weltfrauentag ist ein guter Moment, um festzustellen, ein Fisch ist kein Fahrrad, ein Mann ist keine Frau und Gender ist Gaga. Britta Hasselmann von den Grünen hat dazu dann Folgendes noch gesagt. Sie sei eine von 59% Frauen in der Grünen-Fraktion. Und niemand von uns hat darüber zu richten oder darüber zu reden oder zu entscheiden, wie diese Frau ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnimmt. Ich schätze Beatrix von Storch transphob ein. Zumindest mit ihrer Rede hat sie das ziemlich deutlich gemacht. Also es geht mir hier nicht darum, sie oder die AfD zu verteidigen. Okay? Nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich auch nicht als Frau anerkennen würde, würde ich über die Frauenquote in den Bundestag gewählt werden und einen Frauenplatz besetzen würde. Würde sie wahrscheinlich sagen, ja, egal ob du eine Vagina hast, egal. Ja, okay, das wäre transfeindlich. Das wäre transfeindlich. Also hier, aber die Äußerung von Beatrix von Storch, die bezog sich ja gerade nur auf Tessa Ganserer. Und darum geht es hier gerade. Ob du 10 Jahre Hormone nimmst, egal ob du besetzt dich. Kanal. Oh Gott, ich habe doch diese Einstellung gerade erst gemacht. Ich kann noch mal in die. Ich muss das in den Twitch-Einstellungen alles noch mal machen. Also wenn sich Technik auskennt, schreibt mich auf Discord gerne an, wenn ihr mir Tipps geben könnt, wie man das alles macht. Deinen Personenstand geändert hast, deine Chromosomen sagen, du bist ein Mann und das bleibst du auch. Ich mache dieses Video nur, weil aktuell sehr heiß darüber diskutiert wird, ab wann eine Transfrau eine Frau ist oder ob Transfrauen Frauen sind. Und auch um die Aussagen, dass man selber entscheiden kann, was für ein Geschlecht man ist. Und man muss einfach nur sagen, dass man eine Frau ist und dann ist man auch plötzlich einfach eine. Also kommen wir jetzt mal auf Markus Ganserer zu sprechen und warum Markus Ganserer keine Transfrau ist. Sommer letzten Jahres hat er ein Interview gegeben bei der THZ, wo er auch bezüglich seiner Transsexualität interviewt worden ist, aber in diesem Interview halt sehr klar gemacht hat, dass er keine transsexuelle Frau ist. Natürlich möchte auch die grüne Politikerin Tessa Ganserer endlich den Namen Tessa auf ihrem Personalausweis lesen, aber sich dafür den psychologischen Gutachten zu unterziehen, kommt für sie nicht in Frage. Das mache ich nicht und ich werde mich auch vor keinem Richter stellen, weil das einfach entwürdigend ist. Also lasst uns mal ein bisschen über diese Personenstandsänderungen reden und wie das genau abläuft. Denn wie ich bereits sagte, habe ich diesen Prozess auch schon durchlaufen und es stimmt schon, dass man sich mehreren Gutachtern stellen muss. Also du gehst zu irgendjemandem hin und der stellt dir einige Fragen, du musst diese beantworten und er muss dir halt ein Gutachten ausstellen, wo er halt auch eine Transsexualität feststellt, einen Leidensdruck, eine Geschlechtsdysphorie und auch, dass es notwendig ist, rechtlich dich von einem Mann zu einer Frau zu machen. Tessa Ganserer findet das sehr, sehr demütigend, weil man dort halt auch
Fragen gestellt bekommen bezogen auf seine Sexualität. Und weil er ja nun mal ein heterosexueller Mann ist, der auch schon Kinder in die Welt gesetzt hat und so weiter, weiß er wahrscheinlich auch, dass das ein Ausschlusskriterium sein kann. Und ich weiß, dass Sexualität und Geschlechtszugehörigkeit zwei verschiedene Dinge sind. Bei einer transsexuellen Person, die in einer Geschlechtsdysphorie leidet, ist es aber einfach fragwürdig, wenn du eine Frau oder jemanden sexuell mit deinem männlichen Geschlechtsteil befriedigen kannst und Kinder zeugen kannst, aber gleichzeitig auch vorgibst, eine transsexuelle Frau zu sein, der es wichtig ist, auch rechtlich eine zu sein. Und diese Aussage von Tessa Gansera in diesem Interview unterstreicht das jetzt hier nochmal komplett. Und zwar steht hier: Und natürlich ist man dann ganz schnell bei der Frage, wann ist eine Frau eine Frau? Das Wissen, welches Geschlecht sie oder ich haben, das finden sie nicht in ihrer Hose oder unter einem Rock, sagt Tessa Gansera. Die Wissenschaft habe längst erkannt, dass sich Geschlechtlichkeit nicht allein vom Körper-Mind festmachen lasse. Natürlich verunsichere das viele Menschen, erschüttere ihr Weltbild. Aber ein Penis ist nun mal per se nicht ein männliches Genital. Es gibt halt auch Frauen, die einen Penis haben. Es gibt Männer, die ein Kind gebären können. Und das ist unser gutes Recht. Gansera ist bei vielen Entscheidungen noch immer hin und her gerissen. Hat wenig Lust, sich auf den OP-Tisch zu legen. Ich wäge da tausendmal ab. Brauche ich das für mich oder nur, um dieser Gesellschaft es leichter zu machen? Leute, ich weiß, dass ich mit diesem Video wahrscheinlich viele Menschen auf das Thema transsexuell locke, die es nicht genau verstehen oder noch nicht genau verstanden haben. Aber um es euch wirklich einfach zu erklären. Eine transsexuelle Person erlebt etwas, das nennt sich Geschlechtsdysphorie. Und das bedeutet, dass du deine Geschlechtsmerkmale nicht annehmen kannst. Geht nicht. Die meisten empfinden die stärkste Geschlechtsdysphorie anhand dessen, was andere Menschen auf den ersten Blick sehen können. Also das Gesicht. Die Stimme ist auch für viele Transfrauen halt, womit sie ein Problem haben. Und die Körpergröße, die Statur, Brüste und so weiter. Was halt Menschen wahrnehmen. Mit dem Penis ist es halt so eine Sache, weil man kann ihn natürlich verstecken, aber viele Transfrauen stoßen ihn trotzdem von sich ab. Für viele, viele Transfrauen ist es auch die absolut schlimmste Stelle, weil es halt ein klares männliches Genital ist. Eine transsexuelle Person, die auch in der Tat transsexuell ist und nun mal an dieser Geschlechtsdysphorie leidet, stellt sich nicht die Frage, für wen mache ich diese OP überhaupt? Du machst diese Operation für dich selber, damit du deinen Körper annehmen kannst, damit sich deine Lebensqualität steigert. Und die meisten transsexuellen Menschen erfahren diese Geschlechtsdysphorie in der Pubertät. Okay, wenn wirklich aus einem Jungen ein Mann wird, wo die Hormone wirklich anspielen und sich diese Geschlechtsmerkmale entwickeln. Und die meisten transsexuellen Frauen merken es dann und suchen sich halt nur die Hilfe, die sie brauchen. Diesen Aussagen nach würde keiner hier eine Geschlechtsdysphorie diagnostizieren, weil die stellen sich die Frage, wieso diagnostiziere ich jetzt diese Person mit einer Geschlechtsdysphorie, die aber kein Problem mit ihren Geschlechtsmerkmalen hat. Und keine transsexuelle Frau, die eine Geschlechtsdysphorie hat, sagt, ja, mein Penis ist ja nicht unbedingt ein männliches Genital. Auch Frauen haben Penisse. Junge, eine Frau ist ein Mensch mit weiblichen Sexualorganen. Ein Mann ein Mensch, der diese nicht hat. Und Transsexualität ist eine Diagnose. Und diese Personenstandsänderung ist extrem wichtig für transsexuelle Menschen. So, ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Ich hätte ja zum Beispiel auch noch nicht diese gesetzliche Änderung machen müssen. Ich wäre nicht dazu verpflichtet gewesen, auch wenn ich schon die Geschlechtsangleichung hatte. Ich könnte jetzt theoretisch noch immer Johannes Meyer heißen und mich auf Jobs bewerben und auf meinem Führerschein da stehen haben. Die meisten Menschen werden halt so, hä, was, wem gehört das? So, die werden natürlich total verwirrt. Und deswegen ist diese gesetzliche Personenstandsänderung super wichtig. Und auch diese unangenehmen sexuellen Fragen, die einem gestellt werden, sind nun mal super, super wichtige Fragen, weil man halt ausschließen möchte, dass es hier sich nicht um einen Transvestiten handelt oder um transvestitischen Fetischismus, was auch so eine Sache ist, über die wir jetzt hier reden sollten. Und an diejenigen, die nicht wissen, was das ist und inwiefern das sich unterscheidet von Transsexualität, ich werde euch jetzt hier mal was vorlesen. Der transvestitische Fetischismus ist zu unterscheiden von Transvestitismus, welcher Ausdruck der Geschlechtsidentität ist. Überwiegend dürfte sich der transvestitische Fetischismus bei heterosexuellen männlichen Personen finden. Ja, aber wenn es jetzt nach dieser Gender-Ideologie geht, dann hast du ja dann dein Geschlecht gewechselt. Also Geschlecht, das ist ja nach so Leuten wie John Money oder Judith Butler nur anerzogen. Das ist nur ein soziales Konstrukt. Das heißt, diese Unterscheidung zwischen Sex und Gender, die macht laut dieser Ideologie ja keinen Sinn, wenn ich das richtig verstanden habe. Einzelne als fetisch übliche weibliche... Dagegen argumentiert Persia X hier, gegen diese Gender-Ideologie.
Kleidungsstücke wie Nylonstrümpfe, Strumpfhosen oder High Heels spielen eine bedeutende Rolle bei dem von ihnen ausgeübten Crossdressing der betreffenden Männer. Und auf Markus Ganserer trifft halt so einiges zu. Er ist ein heterosexueller Mann, der kein Problem mit seinem Penis hat, der kein Problem mit seinem Geschlechtsmerkmal hat und sich als Frau verkleidet. Also Transvestiten sind Männer, die sich als Frauen verkleiden, weil ihnen das irgendwas... Also das hat nichts mit dem Fetisch an sich zu tun, es ist einfach nur... Die finden es schön, sich als Frau zu kleiden, okay? Und das hat Markus Ganserer auch noch vor ein paar Jahren gemacht. Der hat wirklich sehr oft hin und her gewechselt, also einfach Crossdressing betrieben, okay? Und das auch auf eine Weise, die einen halt nun mal glauben lässt, dass es hier sich um transvestitischen Fetischismus handelt, weil er halt nun mal diese Nylonstrümpfe, High Heels anzieht und so weiter und so fort. Das ist halt einfach keine Transfrau, Leute. Es ist natürlich unfair, dass ein Mann, der sein Leben lang als Mann auch die Karriereleiter hochgeklettert ist und sich jetzt als Frau verkleidet und sagt, dass er eine Frau ist, über die Frauenquote in den Bundestag einzieht und für Transfrauen oder Frauen allgemein spricht. Diese Aussage, man könne einfach sagen, man ist eine Frau und dann ist man diese auch, so, das ist halt einfach crazy. Und ich denke auch nicht, dass irgendjemand aus dieser ganzen linken Extrembubble das wirklich glaubt oder für fair hält. Natürlich könnt ihr wie immer gerne eure Meinungen und Ansichten zu dem Thema mir in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt auf eure Ansichten dazu. Und das war's mit dem Video. Ich sehe euch im nächsten Video und bis dann. Mit dieser extremen Bubble waren die Wokies gemeint. Also, gutes Video von Persia X. Also, sieht nie aus, als ob, wie gesagt, ich habe Tessa Ganserer hier sogar Tessa Ganserer genannt. Persia X hat die ganze Zeit Markus Ganserer und er gesagt. Also Persia X wäre jetzt laut dieser völlig bescheuerten Walken-Logik eine transfeindliche Transfrau. Ja, wer kennt sie nicht, diese ganzen selbsthassende Transfrauen? Ja, es ist nur noch irre, was man heutzutage erlebt. Aber gutes Video, auf das ich eben gerade erst gestoßen bin.